Mitarbeiter der Volksbank Baden-Baden-Rastatt bei der Gartenarbeit. Eigentlich ein ungewohntes Bild, solange man nicht die Idee der Aktion Gemeinsam Gewinnen verstanden hat. Caritas, Diakonie und der Genossenschaftsverband Baden-Württemberg bringen in dieser Aktionsgemeinschaft Unternehmen mit gemeinnützigen Einrichtungen zusammen. Das Neue an diesem Modell, es fließt nicht primär Geld in Form von Spenden, sondern beide Seiten tauschen sich aus, investieren Zeit und lernen vom anderen. Beide beteiligten Partner haben einen Gewinn aus dieser Aktion und es fließt kein Geld. Man tauscht Leistung aus. Den Teil, den wir angeboten haben, war der Zuwachs an sozialer Kompetenz, ich sage das mal so, für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Volksbank, die bei uns in Zweiergruppen jeweils 3 Tage in der Tagespflege gearbeitet haben. Was aber kann ein Bankarbeiter, also ein Finanzdienstleister, in der Altenpflege lernen? Dann war die Idee einfach mit Blick auch auf unsere jüngeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Thematik, dass wir im Bereich Pflegeversicherung, Krankenversicherung auch beratungstechnisch aktiv sind, dass wir mal Pflege in der realen Welt erleben wollten. Und so kam es, dass wir im letzten Jahr 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Bank, ich sage immer vom Portier bis zum Vorstand, in 2er-Teams hier jeweils 3 Tage hospitiert haben und einfach mal mitgearbeitet haben und gesehen haben, wie die realen Bedingungen in der Tagespflege sind, was sehr wertvoll für uns war. Zwar bestehen Beziehungen zwischen dem Caritas-Haus in Steinbach und der Volksbank schon seit Jahren, viele Projekte wurden bereits vom Geldhaus unterstützt. Als es jetzt jedoch hieß, dass die Banker zum Pflegepraktikum kommen, war man zunächst skeptisch bis misstrauisch. Weil wir natürlich alle aus dem Pflegebereich stammen und sehr viel soziale Kompetenz besitzen und wir eigentlich das Vorurteil hatten, dass die Angestellte der Volksbank das nicht haben. Und wir haben es verbunden mit schwarzen Anzugträgern und die im Prinzip von alten Menschen keine Ahnung hatten. Die Caritas-Mitarbeiter mussten sich recht schnell eines Besseren belehren lassen. Also wir hatten die ersten 3 Hospitanten da und wir waren vom ersten Tag an begeistert. Wir haben den Damen und Herren von der Volksbank einen Einblick in unsere Arbeit gegeben, was dort offensichtlich auch zur Teambildung beigetragen hat, zum Kennenlernen sozialer Situationen, Steigerung der Sozialkompetenz. Und was wir hier jetzt erleben, diese Gartengestaltung, das ist das, was die Volksbank jetzt uns bietet. Die Aktion Gemeinsam Gewinnen baut auf die Bereitschaft aller, neue Wege zu gehen und neuen Aufgaben offen gegenüberzutreten. Also wir waren eigentlich ehrlich gesagt positiv überrascht und man kann sagen begeistert von der Bereitschaft unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter quer durch alle Ränge, quer durch alle Altersgruppen in der Bank. Es war eher so, dass wir mehr Applikanten hatten als quasi Praktikumsplätze sozusagen und wir haben das dann auch ein bisschen ausgedehnt. Das war überhaupt kein Problem, Freiwillige zu finden, sowohl für die Tagespflege als auch jetzt hier gestern und heute für die Arbeit. Nur 2 Tage brauchten die Banker, um aus einem wilden Garten eine Wohlfühloase für die Senioren in der Tagespflegestätte in Steinbach zu zaubern. Dankbarkeit der Hausgäste ist ihnen sicher. Wir waren begeistert, die Gäste unserer Einrichtung genauso wie das Personal. Und wir waren wieder bestärkt worden in dem, was wir in der Zeit der Hospitation erfahren durften. Es war nicht nur heiße Luft, sondern sie haben sich wirklich mit großem Engagement an die Sache rangewagt. Gemeinsam gewinnen lebt von der Nachhaltigkeit, voneinander lernen, gegenseitig lehren, etwas schaffen, das bleibt. Und so passt es perfekt ins Bild, dass der neue Garten in Steinbach nicht das letzte Projekt dieser Art der Volksbank Baden-Baden-Rastatt gewesen sein wird. Wir haben noch 2, 3 andere Ideen in der Pipeline hier und ich finde es ganz schön so als Leuchtturm hier dieses Projekt in Steinbach zu haben.